Jo, was geht ab? Guten Morgen. Es ist Samstag. Ich war gestern arbeiten und das heißt, ich habe wieder unterirdisch wenig geschlafen, aber egal. Eigentlich mache ich ja samstags und sonntags keinen Sport, weil ich immer so tot bin nach der Arbeit. Aber ich habe mir vorgenommen, wieder 7-mal die Woche Sport zu machen. Dafür halt samstags und sonntags. Ein Workout, was nicht so lange ist. Also sonst mache ich ja eine Stunde knapp, also 55 Minuten. Und ich guck mal gleich vielleicht so eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ist halt jetzt nicht so übertrieben viel, aber halt besser als nichts. Mal sehen. Sonst schneide ich gleich noch den Vlog. Übrigens, gestern hatte ich ja voll die Probleme beim Hochladen, beziehungsweise es ist hochgeladen gewesen. Es musste nur verarbeiten. Und das hat gedauert von 16 Uhr, glaube ich, oder noch früher bis, wann kam es online? 12:30 oder so nachts. YouTube, was ist da los? Ehrlich. Ich hoffe, das ist heute bei dem Vlog nicht das Problem, weil das nervt. Und eigentlich schaffe ich es momentan immer, dass der pünktlich online kommt. Deswegen hat mich das ein bisschen aufgeregt. Ich bin so müde, ich würde am liebsten noch weiter schlafen, aber ich kann nicht schlafen mehr. Naja, mal sehen. Ich überlege, ob ich gleich noch mich an die Homepage setzen soll. Oder ob ich einfach chillen soll und das mit der Homepage auf morgen oder übermorgen oder so verschieben soll. Okay, übermorgen geht nicht, da bin ich den ganzen Tag unterwegs wegen Uni und so, aber auf nächste Woche. Mal sehen. Ich stehe jetzt erstmal auf und mache Sport. Tschüss. Workout done! Beachtet nicht, wie ich aussehe, aber ich wollte kurz einmal was sagen, weil voll viele mich immer fragen. Videotage sind Mittwoch und Samstag, 12 Uhr, jeden Mittwoch und jeden Samstag. Und in der Regel jeden Tag 18 Uhr ein Follow Me Round. Also, falls das nochmal jemand fragt, hier die Antwort. Und wegen dem Vlog-Channel, die Mehrheit und auch ich bin dafür, dass es erstmal keinen Vlog-Channel gibt. Weil ich weiß nicht, man kann sich auch so aussuchen, was man gucken will, finde ich. Wollte euch trotzdem fragen, aber die Mehrheit sieht es genauso. Von daher bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist. Und ich schneide jetzt den Vlog und dann frühstücke ich. Frühstück! Es gibt Joghurt, mein ganz normales, was ich immer esse, und Brot und ein Shake. Und ich habe hier so Eiweiß-Toasties aus dem Aldi. Mal gucken, wie die schmecken. Aber das werde ich jetzt erstmal essen. So, Leute, das war wohl nichts mit ich chill heute den ganzen Tag. Ich saß jetzt von nach dem Frühstück bis jetzt, also boah, ich glaube 4, 5 Stunden oder so, an der Homepage beziehungsweise dann an dem Logo. Ich habe das jetzt fertig gemacht. Ich habe dann noch ewig und 3 Jahre, also bestimmt über eine Stunde mit dem Typen von Vistaprint telefoniert, weil ich mir nicht ganz sicher war mit dem, ach, keine Ahnung, mit halt so einem Dingsbums. Ja, und jetzt haben wir das geklärt und jetzt habe ich Visitenkarten bestellt. Und das ist voll krass und ich habe jetzt mein Logo fertig gemacht. Ich habe mir jetzt auch noch so ein Design für die Homepage gekauft. Das heißt, ich habe da jetzt alle möglichen Option, ich kann auf alles zugreifen und kann alles ändern. Da werde ich mich aber erst nächste Woche dran setzen. Ich mache morgen Pause. Montag kann ich nicht, da bin ich in der Uni. Und dann mache ich diese Homepage. Ja, aber ich bin jetzt schon mal froh, dass ich die Visitenkarten gemacht habe. Ein sehr, sehr großer Schritt. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich mich erstmal schminken. Also, so sieht die Vorderseite aus und so sieht die Rückseite aus. Ich bin sehr gespannt, wie das dann auf Papier aussieht wieder. So ready. Meine Haare mache ich später. Irgendwie, irgendwas damit. Keine Ahnung. Jetzt mal sehen. Eigentlich wollten Laura und Stella noch vorbeikommen, damit wir die neue Folge Teen Wolf gucken können. Auch mal. Nach 100 Jahren. Ja, mal sehen. Ob die jetzt kommen oder nicht. Guck mal, der kleine Fuß. Mmm.
Ja, gut, also ich chill mich jetzt mal hier hin. Wahrscheinlich werde ich bis hier kommen doch noch was an meiner Homepage machen. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr so was zu tun habt und sagt, ja komm, das mache ich dann und dann, aber irgendwie könnt ihr es nicht lassen und macht es dann doch? So, Freunde, Laura und Stella sind hier und wir haben Cookie Dough gemacht. Mit Kichererbsen und so. Ja, das ist so wohl gern, ne? Ja, wir sind uns noch nicht so ganz einig, ob das so geil ist. Ich dachte, wir probieren zusammen. Ich hab doch schon das Ding abgeleckt. So, Freunde, das Cookie Dough war nicht so Hammer, also es ging aber. Werde ich mir nicht nochmal machen. Die Teen Wolf-Folge dafür war sehr, sehr gut. Nur, ich muss auf jeden Fall das Ende von der 5. Staffel nochmal gucken, weil wir haben einiges nicht ganz so gecheckt, was da abgeht, weil es einfach zu lang her ist. Sonst war es aber eine richtig geile Folge. Und jetzt werde ich mir noch irgendwas zu essen machen, bevor ich arbeiten gehe, aber ich weiß nicht was. Ich überlege, ob ich mir hier so eine Suppe mache, entweder diese Thai-Suppe oder diese Curry-Suppe oder Brot. Ich habe keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall noch einen Schmusi hier mit Milch, Banane, Erdbeeren, Himbeeren, Proteinpulver und Flave Drops White Chocolate. Ja, und jetzt? Hallo. Das ist die Frage, was ich esse. Ich glaube, ich probiere einfach mal so eine Suppe. Curry oder Thai? Curry oder Thai? Ene mene Mist, das rappelt in der Kiste. Ene mene Mac und du bist weg. Curry. Es wollte es so. Fertig für die Arbeit. Mir ist gerade etwas Furchtbares eingefallen. Ich muss morgen noch eine Übersetzung für Montag für die Uni machen. Scheiße. Boah, wenn ich das morgen vergesse, ne? Ah, oh, ich darf das nicht vergessen. Okay, ich werde das schon nicht vergessen. Ich werde daran denken. Ich werde daran denken. So, und jetzt? Wieder locken. Locken. So, und jetzt gehe ich zur Arbeit. Irgendwie sehe ich voll komisch aus. Okay, also dann. Verabschiede ich mich nun? Oder verabschiede ich mich später? Ich verabschiede mich später. Bis später. Malala. Feierabend, es ist 5:05. Oh, irgendwie ging die Zeit heute überhaupt nicht um auf der Arbeit. Ich hatte das Gefühl, dass ich 3 Wochen oder so da bin, statt 6,5 Stunden. Keine Ahnung, boah, das war, weiß ich nicht, wirklich unendlich lang kam mir das vor. Ich werde mich jetzt abschminken, Katzis füttern. Schlafen. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt die Sachen für die Uni mache noch, aber dann dachte ich mir so, nein. Ich werde schon morgen dran denken und das machen. Gute Nacht.